meine lieben Kinderchen da draußen. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Star Wars Republic Commando. So, wir versuchen hier den Bunker zu verlassen, um dann, naja, diese Geschütze wegzuknacken. Es gestaltet sich ziemlich schwierig, denn wir werden sehr hart angegriffen. Stimmt was nicht, Sir? Sie bewegen sich nicht. Mal sehen, was auf der anderen Seite ist. Ich fange jetzt an. Und wir hatten sehr viel Angriffe überstehen müssen. War nicht leicht. Superkampftreten. Elite-Truppen der Geonosianer. Wir haben jetzt unsere Droide eliminiert. Aber man muss es eben halt wirklich taktisch angehen lassen, sonst wird es echt schwer. So wie in einer Höhle. Man muss tatsächlich sich einen Gegner... Und jetzt haben wir keine Munition, das ist tatsächlich auch so schwer. Was haben die schon defekte Schilder? Jetzt stellt er sich mir in den Weg. Sehr gut. Schöne Arbeit. Mein Gott, aber immer andauernd im Weg. Hör mal, das geht ja gar nicht. So, hier brauchen wir alles. Sind das Motivation für meine andere Waffe auch? Juhu! Und jetzt sind wir aus dem Bunker raus. Da Sie das Flugabwehrgeschütz deaktiviert haben, werfen wir in Ihrer Nähe ein kleines Paket ab. Halten Sie die Augen offen. Unter anderem ist ein panzerbrechender Aufsatz für Ihre DC-17 dabei. Sie werden ihn brauchen. Ja, mehr Sprengstoff. Sie haben gerade meinen Tag gerettet, Berater. Ja, ist ja schön und gut, aber, Meine Fresse, ey. So. Ey, man muss doch mal ein Ende nehmen hier, Herr Mann. Eilen Sie sich, Herr Mann. Da, da kommt unser Nachschub. So, sehr gut. Wo ist denn unser Nachschub, bitte? Das sieht eher nach Falle aus. Haben wir eine Scharfschützenposition? Da ist das Kleinschiff da. Sicher, hier nur. Vielleicht steht hinter der Ecke noch eins. Aha. Oh, Scheiße. Da das geschützte Kampfschiff ist noch funktionstüchtig. Wir könnten es gegen die Droiden einsetzen. Okay, das war ziemlich nice. Ah. Wir brauchen dieses Geschützkommando. Mal sehen, was das Ding kann. Dann sind sie wütend. Sehr gut. Rücken Sie vor zum Kernschiff. Kein Problem. Alter, boom, weg ist er. Oh. Naja. Das sind Droiden einfach nur. Angriffsformation einnehmen. Ziel eliminieren. Als ob der schon mal weiß. Ah, diese Schüsse. Nun stirb. Ich glaube, das sollte ihn das Fressen machen. Ich muss aber ganz kurz einmal nach Munition gucken, weil diese Dinger fressen ja ohne Ende Munition. Ja. Und Granaten wäre natürlich echt nicht übel, ne? Okay, haben wir alle.
Ruhe. Wie kommt er denn wieder aus seinem Schiff da raus aus dem... Steig ein! Sehr gut. Haben wir hier noch Motivation? Du, irgendwas sagt mir, es wird auf mich geschossen. Alles klar. Sehr sauber. So läuft das doch wunderbar. Ach, ich liebe das Spiel. Ah. Verriegelt, Sir. Wir müssen wohl außen rumgehen. Was? Nein. Verdammte Droiden. Lasst uns durch. Wieso? Alter, ich bin fast down, ne? Gibt's hier irgendwo Bagdad-Tankdanken? Der Schutt versperrt uns den Weg, Boss. Wir müssen die Felsen in die Luft jagen. Ja, erstmal muss ich mich auf Bagdad nehmen. Nicht nur, weil ich so gerne Sachen in die Luft jage. Warum denn sonst? So. Der nächste darf. Rufeln Sie nicht rum, nehmen Sie Bagdad, Soldat. Bin schon unterwegs. Den Schock wollen wir weg haben, alles klar. Tut das gut. Okay, dann jagt das da in die Luft. Eine zündende Lösung, Delta. Bin unterwegs. Oh, das Kommandoschiff, oder? Kernschiff, na klar. Das ist ein Droidenschiff. Diese Kugel von dem, was man alles sieht, geht uns nachher in diesen Halbkreis rein da. Zurück, Deltas. Aus Episode 1 sieht man die und in Episode 2 sieht man die, glaube ich, auch. Da werden die auch abgeschossen. Okay. Ich muss nachladen. Nein. Sie eliminieren. Angriff, Formation einnehmen. Ihr habt echt Deflektorschilder. Lebt noch. Das haben wir noch nie erlebt, dass sie ohne Beine weiterlaufen. Ohne Beine weiterlaufen. Alles klar, Tom G. Sie Oh, Scheiße. Ein Spendendroide. Achtung! Digas, Konzentration. Sie haben vielleicht nur einen Versuch. Sie sehen vor sich einen Zwergspendendroiden. Das ist eine der unangenehmsten Anti-Infanterie-Einheiten der Handelsgilde. Sein Hartstahlpanzer wird für gewöhnlichen Raumschiffen verbaut. Er ist quasi immun gegen Handfeuerwaffen. Nur sein optischer Sensor, die rote Kugel auf seinem Torso, ist nicht geschützt und verwundbar. Mit anderen Worten, schieß auf den großen roten Fleck. Zielen Sie auf den optischen Sensor, Delta. Jetzt können Sie Ihren Panzerbrecher einsetzen. Los! Ja, das sieht doch gut aus.
Falsch eines Daumen. Warum sterben Sie nicht einfach? Genehmigen Sie sich etwas Wackeln. Bin unterwegs, Teamleader. 6-2 einsatzbereit, Sir. Wer ist denn jetzt down hier? Gar keiner. Mir geht's gut, Alter. Hier bin ich, Digga. Ziel eliminiert. Ich muss nachladen. Noch mehr Munition von den Dingern? Nee. Helf mir schnell! Gönnen Sie sich ein bisschen Bagdad, Delta. Ja, so viel langsam. Tut das gut. Damit gleich. Gleich down sein. Genehmigen Sie sich etwas wackeln. Zurück ins Altmetall-Blechbüchse. Ich hoffe nur, dass uns nicht noch mehr von den Dingern begegnen. Naja, doch, ich denke. Sollen wir? Ach so, sind. Wir haben keine. Ja, dann wenn sie nicht wollen, dann lassen wir es einfach bleiben, ne? Ja, was ist? Der ist tot. Männer. Hopp, hopp. 4-0, Defensivvektor. Wir haben den Eingang zum Kernschiff erreicht, aber er scheint abgeschirmt zu sein. Roger, Delta. Halten Sie die Stellung. Wir schicken Luftunterstützung. Oh. Delta-Team, hier Kampfschiff Wing Delta 4-2. Wir nähern uns Ihrer Position. Treten Sie vom Eingang zurück. Die Party ist schon fast vorbei, Pilot. Sie sollten froh sein, dass ich überhaupt hier bin. Da draußen ist die Hölle los. Wir können das Zielgebiet ja, sehen. Ja, beginnen so mit viel. Dem Überflug. Ihr Jungs solltet vielleicht in Deckung gehen. Deckung! Schiff zerstört. Danke für die Hilfe, 4-2. War mir ein Vergnügen, Delta. Ah, nice. Infiltrieren Sie jetzt das Kernschiff und stellen Sie die Startcodes sicher. Los geht's zum Thema Geheimhaltung. Ich dachte, das ist eine Geheimoperation. Sie haben Eskalier angefordert. Man macht den doch da platt, was ist das Problem von ihm? Ist er noch am Leben? Haben wir hier irgend noch Motivation hier? Nee, ne? Ach, Scheiße. Wie soll ich denn in diese Schlacht schlagen ohne Motivation? Hackprotokoll initialisiert, Delta. Gebt mir Deckung, Delta. Ah, nee, nee. Da ist noch so ein Ding. Ich glaube das jetzt nicht, oder? Ja, dann geh doch an mich vorbei. Bist du total bescheuert oder was? Geh doch um mich herum. Fast geschafft. Nix an Munition mehr hier. Tür ist offen. Oh mein Gott. Und hier haben wir freies Schussfeld. Ah, Scheiße. Gehen wir weiter. Rümpeln Sie nicht rum, nehmen Sie Bagdad, Soldat. Ja, Sir, bin unterwegs. Denken Sie das Terminal, Delta. Positiv. Volltreffer. Nur sieh zu, Junge! Ziel eliminiert.
Ja, auf meine Runde. Konnte er maximal. Bin einsatzbereit, Delta. Sehr gut. Und bleib unten. Komm, Schuss her. Was ist denn das? Delta-Team. Okay, Sie haben das Kernschiff erreicht. Es wird Zeit, dass Sie sich trennen. Jeder von Ihnen muss ein anderes wichtiges System des Schiffs ausschalten. Dadurch wird die Verteidigungskapazität des Schiffs geschwächt. Das erleichtert Ihnen wiederum, Ihr eigentliches Ziel zu erreichen. Ich fange an. Wir brauchen diesen Startcodes. Viel Glück, Deltas. Oh, wir müssen uns trennen. Fast geschafft. Tür gehackt. Es kommt Kiste. Es geht los. Viel Glück. Dankeschön. Hier ist Delta 38. Ich bin drin. So, meine Kinder, und ob wir das schaffen werden, das sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Einschalten und bis.